versaute Intros darf man bei YouTube nicht machen, oder? Und sonst hieß das YouPorn. YouPorn? Ah, guck mal, eine Produktionsliste. Wow. War da noch was? Ja, okay. Hast du ein anderes Gerät? Ich hab der Gerät an. Achso, das heißt, YouPorn-Geschichte ist auch drauf. Ja. Nicht, dass ich jetzt wüsste, was das ist oder wie die Webseite heißt. Ne? Übrigens, falls ihr das mal sehen wollt, so sehen bei uns die Produktionslisten aus. Das ist so, die kriege ich immer, damit wir nämlich das nachproduzieren können, was gerade nahezu aus ist. Da steht zum Beispiel ganz oben Echo Shield auch drauf. Gloss Boost, IPA, Back in Black. Der Grund, warum da so viele 500 ml Flaschen draufstehen, ist derer oder 500 ml Flaschen bedürftige Produkte. Weil unsere 500 ml Flaschen mal wieder im Rückstand sind. Also das heißt, der Produzent kommt da echt nicht hinterher. Die werden extra für uns angefertigt, die Pullen. Wir kriegen in der Regel immer so 20, 22 Paletten davon. Aber der große Nachteil ist einfach, wenn die weg sind, dann haben die manchmal so 5, 6 Wochen Lieferzeit. Und ja, manchmal gehen die schneller, als man so erwartet. Daran liegt das einfach. Ja, und hier unten haben wir Tücher. Also Value, Scatter, Silverback Klein, Orange Baby Klein, Bilateral Klein. Chubby 2.0 ist auch weg. Wir versuchen das Zeug wirklich händeringend ranzukriegen, aber es liegt einfach daran, dass so viel verkauft wird, dass wir dem Ansturm kaum standhalten können. Aber wir tun unser Bestes, dass das etwas besser werden wird in Zukunft. Ja, Kevin steht vor mir, heißt, es ist wieder Quanderzeit. Wenn ich mich richtig erinnere, wäre es dann heute ein Freitag, ne? Richtig. So? Rein, sich voll sagen, rein traditionell fühlt sich das voll nach Freitag an. Ich habe auch direkt mein Apparillo hier in der Hand, der Handygerät, und dann können wir mal direkt mal fragen, technisch was machen. Sollen wir das hier machen oder drüben? Drüben. Ja, okay, dann gehen wir auch rüber. Oder willst du mit Muffin Gassi gehen? Nein. Nein? Das ist mir zu hell, dann kann ich das Display nicht sehen. Okay. Ich habe meine Brille übrigens gerade nicht auf, weil ich gerade die Schutzbrille auf hatte. Also das nur zu meiner Verteidigung dazu, weil nämlich mehrere Leute mal gesagt haben, mit Brille würde ich intelligenter ausschauen. Dann sehe ich heute etwas unintelligent aus, aber ich kann es trotzdem lesen. Funktioniert. Siehst heute aus wie Dieter Bohlen dann wieder. Genau, ich sehe heute wieder aus wie Dieter Bohlen vor 30 Jahren. Guti. Ja, dann starten wir doch direkt. Ja. Es ist verdammt ruhig hier heute, ne? Also man hat gar nicht so viel Nebengeräusche wie klingendes Telefon, Leute, die reinkommen, Menschen, die dazwischen brüllen oder sonstiges. Ja, deswegen standen wir auch direkt mal mit den Fragen. Wo fange ich denn an? Wir fangen mal... Oh, jetzt habe ich Mist gemacht. Und schon klingelt das Telefon. Läuft. So. Ne, 19. Mai. Ne, das war falsch. Ah, da. So. Unter dem letzten Quander, ich hatte ja eins, ihr erinnert euch vielleicht, einen Prototypen von Trockentuch in der Hand, den ich in die Kamera gehalten habe, und da haben jetzt mehrere Leute drunter geschrieben, würde das Trockentuch sofort so kaufen. Und da schreiben da weitere drunter, jawohl, ich würde es auch so kaufen. Der nächste schreibt, ich würde das Tuch auch sofort kaufen, ich liebe die LE-Produkte, wie hoch wird denn die GSM-Zahl der Tücher sein? Die wird circa bei 1300 GSM liegen, so grob roundabout. Das Gion Silk Dryer hat 500 bis 600 GSM, die Abmessungen des Silk Dryer gefallen mir gut, die kenne ich jetzt nicht, muss ich gestehen. Wir werden es final in 50x80 machen, damit es nicht zu unhandlich und riesig wird. An engen Stellen am Auto gut geeignet. Tuch, Moment. Silk Dry hat mir gefallen. Das Tuch ist auch für enge Stellen am Auto geeignet. Sollte das Tuch viel dicker sein? Fragezeichen. Nachtrag. Ja, der Olli hat das angesprochene Video gelöscht. Da geht es um das Chemical Guys Video, soweit ich jetzt weiß. Kann man bei YouTube auf der Community-Seite nachlesen. Okay, wie auch immer. Jut, also das Tuch werden wir auf jeden Fall bringen, weil die Nachfrage danach jetzt wirklich riesig war. Das heißt, da kommt jetzt in ungefähr so, ich schätze mal 10 bis vielleicht 12 Wochen wird das dauern, bis das Ding dann hier ist. Kommt auf jeden Fall was und ich hoffe dann auch in ausreichender Menge. Also die Leute, die eins bestellen wollen, wir halten euch auf dem Laufenden per Facebook, per Newsletter. Also schaut da einfach mal rein oder geht auch vielleicht auf die liquidelements.de Seite, da habt ihr auch ein Händlerverzeichnis stehen, wo ihr das Zeug dann alles kaufen könnt. Unsere Händler werden natürlich auch dann direkt beliefert damit. So, hier schreibt der Nächste, das Trockentuch ist mega, randlos und doppelseitig nutzbar. Der Oberknaller, größer wie beim Silverback, wäre super. Als Name fände ich Twisted Terminator ganz cool. Was hatten wir denn heute noch? Sascha, was hast du gesagt? Black Hole. Black Hole. Black Hole, du weißt gar nicht, wo das Wasser geblieben ist. Das wäre auch noch ganz nice, ja. Also Twisted Terminator oder Black Hole stehen gerade so im Raum. Müssen wir uns mal Gedanken zu machen, so ganz kollektive Art und Weise.
So, dann kommt der nächste. Muss euch mal schwer loben. Von allen deutschen YouTube-Kanälen, die sich mit Autopflege beschäftigen, seid ihr mir der sympathischste Kanal. Danke dir schon mal für das Feedback, weil das freut mich immer zu hören. Wir versuchen Dinge ja so ein bisschen authentischer und obwohl das alles einen kommerziellen Hintergrund ja im weitesten Sinne auch hat, weil auch wir leben natürlich vom Produktverkauf, wollen wir es trotzdem objektiv gestalten. Das heißt, wir kritisieren uns auch selber, kommunizieren auch ganz offen Dinge mit euch und versuchen darüber einfach das an Mehrwert zu bieten, was vielleicht nicht jeder direkt tut, weil viele machen ja aus einigen Dingen auch ein Geheimnis. Und das ist, denke ich, auch ein Grund, warum viele Leute unsere Produkte kaufen, weil wir einfach offen mit der Kommunikation umgehen und auch sagen, wenn halt Dinge einfach Mist sind. Das wäre das liebe Telefon. Bin zwar nicht mit all euren LE-Produkten zu 100% zufrieden, aber trotzdem macht ihr eine klasse Arbeit. Trotz des kommerziellen Hintergrundes eures Kanals seid ihr noch sehr glaubwürdig und man lernt technisch mehr als woanders. Wünsche euch ein schönes Wochenende und macht weiter so. Gut, also danke dir nochmal für das Feedback. Direkt darunter steht dann, also schreibt jemand anderes, mit welchem Produkt hast du denn zum Beispiel Probleme? Dann schreibt derjenige nochmal. Also ich nenne jetzt Namen im Moment nicht mehr, weil ne, DSGVO und ihr kennt den ganzen Scheiß. Also ich will einfach das Risiko nicht eingehen, dass hier einer sagt, da steht aber mein originaler Name. Das will ich so nicht. Ne? Sonst müssen wir noch so einen Button machen. Ich habe die DSGVO gelesen und habe diesen Scheiß akzeptiert. Also deswegen, um das zu vermeiden, lese ich die Namen nicht mehr vor. Zum Beispiel das Quarzki Nano hinterlässt ölige Flecken auf der Scheibe. Das kann passieren, das ist Tatsache so. Mein Rat dazu immer, benutzt wenig und nicht auf warmer Scheibe und rubbelt das relativ schnell wieder weg, das Zeug. Es ist aber Tatsache so, das hatten wir jetzt gerade bei Dance Auto, hatten wir es nämlich auch, da haben wir eine Scheibenversiegelung getestet, die haben auf drei Oberflächen, auf meiner Autoscheibe, auf Dance Autoscheibe und auf einer Scheibe hier vom Laden gehabt. Das verhält sich jedes Mal komplett anders. Das heißt, nicht jede Scheibe ist gleich. Also deswegen die Untergrundbeschaffenheit von Glas, die differiert teilweise. Deswegen kann es einfach sein, dass du das Quarzclean Nano mit dem Versiegelungseffekt anwendest, tierische Probleme damit hast und den nächsten Kunden, den du fragst oder Nutzer, der das eben hat, der hat gar keinen Stress damit und findet das super klasse. Deswegen ist diese Kritik, das Feedback aber auch wichtig und wir haben darauf reagiert. Das heißt, genau aufgrund dessen werden wir jetzt hergehen und bringen einen Scheibenreiniger, dessen Namen ich hier noch nicht verraten werde, da liegen wir noch nicht zu viel, der einfach nur sauber macht, der also diesen Versiegelungseffekt eben nicht mit sich bringt, weil diese kleinen Keramikpolymere, die sich dann da anhaften, die einfach teilweise zu diesem Schmierfilm führen können, je nach eben Substratbeschaffenheit, also Scheibenuntergrund, kann das halt dann zu Problemen führen und deswegen gibt es da demnächst einen ganz normalen, konventionellen, sehr guten Glasreiniger, den ihr dann da anstelle dessen benutzen könnt. So. Das Gloss Boost schmiert und hält auch nicht sehr lange. Vom Back in Black hatte ich ihm auch mehr versprochen. Also zum Gloss Boost, da haben wir auch dran gearbeitet. Da gibt es seit jetzt eine neue Formel. Ich weiß nicht, ob es komplett raus ist, aber wir haben es bei zig Testfahrzeugen jetzt durch. Primär problematisch waren immer schwarze Audi-Lacke. Da hatten wir echt immer Stress mit, dass es da schwer auszupolieren war. Einfach immer so, ja, teilweise Rückstände gebildet hat. Ich erkläre es mal kurz so, ihr müsst euch das vorstellen. Ihr habt eine Lackoberfläche, jetzt sprüht ihr das Zeug da drauf, verteilt das und das ist so eingestellt, dass es kationisch funktioniert. Das heißt, auf der anionischen, also der Anode-Seite, man kennt das vielleicht vom Pulverbeschichten, Schweißen und so weiter, die Anode ist in dem Fall der Fahrzeuglack und die Kathode ist in dem Fall das Produkt als solches, haftet an, also wie mit magnetischer Kraft. Jetzt ist es wirklich so, je nachdem, wie stark das anhaftet, kriegst du es halt nicht mehr richtig sauber auspoliert. Und das ist eben was, wo ihr einfach mal drauf achten müsst. Man kann das mit der aktuellen Formel vielleicht nochmal ausprobieren, also für diejenigen, die noch Bock drauf haben. Ich will da keinen zu zwingen, aber es ist deutlich besser. Ich würde euch wirklich auch Folgendes anbieten. Macht von eurem Rückgaberecht Gebrauch. Also da ist wirklich ganz großes Thema. Gerade wenn ihr das jetzt bei unseren Händlern bestellt, da gehen wir auch kulant mit um. Oder bei uns, das spielt gar keine Rolle. Würde ich einfach sagen, dafür ist das Rückgaberecht ja da. Nutzt euer Widerrufsrecht, schickt die Dinger zurück, auch wenn ihr es einmal benutzt habt. Das ist wirklich so eine Sache. Also auch da gehen wir kulant mit unseren Händlern um. Wenn da jetzt jemand 5 Pullen zurückkriegt, wo halt 3 Sprühstoße raus sind, dann muss man da einfach auch mal so kulant sein und sagen, gut, da war halt einer, bei dem hat es nicht so gut funktioniert. Dann reagieren wir gerne darauf. Den Support wollen wir euch bieten. So, zum Back in Black kann ich einfach nur sagen, da hast du dir mehr von versprochen, schreibst du hier, da wäre jetzt meine Frage dazu, kannst du erklären, was genau? Also Standzeit, soll es noch schwärzer, noch glänzender machen, was auch immer du dir davon versprochen hast, schreib uns das auch einfach mal. Vielleicht können wir das in Produktverbesserungen mit einfließen lassen. Bei solchen Sachen habe ich ja schon mal vorgeschlagen, sollen wir auf jeden Fall mal so ein Quanda-Special machen, wo wir auch Leute zu unseren Videos einladen. Ja, das wäre cool. Ich denke, das wäre richtig gut. Das Problem aber ist nur, die meisten wollen dann vor Kamera nichts sagen. Das ist immer das Kritische. Also es wäre natürlich mega geil, wenn man, wobei man kann so eine Art Skype-Chat vielleicht mal machen, da müssen die Leute nicht vorbeikommen.
Das wäre ganz gut. Oder sie kommt vorbei. Vorbeikommen wäre natürlich auch mega. Also für den, dem die Anreise das wert ist oder der es vielleicht nicht allzu weit hat, besteht natürlich auch immer die Möglichkeit, einfach mal vorbeizukommen und mit uns hier live vor der Kamera dann einfach sowas zu machen. Oder für den, der es nicht live haben möchte, manchmal machen wir ja auch Live-Videos, ich glaube 2 oder 3 hatten wir schon mal. Müssen wir auch demnächst mal wieder machen, war ganz witzig. Aber das ist ein anderes Thema. Also wie gesagt, ich biete euch natürlich auch an, gerne vorbeizukommen, dass ihr das hier mit mir gemeinsam machen könnt. So, des Weiteren schreibt er, aber das ist meine Feststellung, kann sein, dass das auf anderen Autos besser aussieht, das ist de facto so, das ist eben immer die Varianz, je nachdem, was für eine Oberfläche man hat, kenne aber auch keinen Hersteller, wo alle Produkte bei jedem zu 100% perfekt performen, da gebe ich dir absolut recht, weil natürlich jeder Hersteller hergeht und nach bestem Wissen und Gewissen diese Produkte produziert und ich würde nie so weit gehen und sagen, dass unser Stoff, den ihr kaufen könnt, der weltbeste ist, sondern da gilt immer, das Bessere ist des guten Feind. Das heißt, vielleicht hat irgendeiner einen Glasreiniger mit Versiegelungseffekt, der einfach auf gar keiner Oberfläche schmiert und deswegen für den einen oder anderen besser funktioniert. Das kann vorkommen, aber wir versuchen euch einfach ein rundes Package zu bieten, indem wir auch auf Kritik reagieren, einen Support bieten, den es vielleicht nicht überall gibt. Das heißt, nicht nur die Produkte stehen im Vordergrund, sondern eben der Nutzer, der diese anwendet. So, kommt der Nächste. Zur ersten Frage vom Video. Könnte man nicht einfach wie bei Kochchemie den pH-Wert auf dem Etikett kennzeichnen? Da geht es darum, dass wir gesagt haben, von wegen Waschanlagenbetreibern, umweltschonend und so weiter. Dann könnte man gegebenenfalls den Waschboxbesitzern zeigen, dass die Produkte umweltschonender sind. Dazu sei angemerkt, der pH-Wert sagt nichts darüber aus, was da drin ist und ob das schonend ist oder nicht. Weil du kannst zum Beispiel mal einen einfachen Test machen. Nimm dir Zitronensäure. Meistens ist das als Granulat verfügbar oder du kennst auch in geringerer Konzentration dieser Zitrone, die meistens die Frauen im Kühlschrank stehen haben. Nimm dir ein bisschen Zitronensäure und ein bisschen Natronpulver. Kipp das mal zusammen und du kriegst es hin, dass das komplett pH-neutral eingestellt ist. Aber du hast im weitesten Sinne eine Lauge und eine Säure gemischt. Also das ist letzten Endes nicht unbedingt so optimal. Das heißt, den pH-Wert drauf zu drucken, bringt uns effektiv null weiter. Gar nicht. Und den Anwendern natürlich auch nicht. Also nur weil etwas pH-neutral ist, heißt es nicht, dass da irgendwo nicht eine Säure drin ist, die einfach nur pH-Wert eingestellt ist, indem es mit einer Lauge gekontert wird. Gibt es übrigens auch bei Tensiden. Also auch Tenside können eine saure oder eine alkalische Einstellung haben. Rums. So. Detailer-Schürze aus Stoff, damit es nicht so teuer wird, wäre eine coole Sache. Streakbuster oder auch Red Snapper als Stoff. Also wenn der Streakbuster, dann eine Schrift quer in Blau, Water Terminator, Rand aber in Neongrün und beides oder beides eine Streak-Version und eine Snapper-Version. Beides etwa in King Size means roundabout 20 Euro. Ich habe es jetzt nur so vorgelesen, aber ich verstehe es nicht ganz. Also ich denke, die Frage bezieht sich jetzt auf diese Detailer-Schürze-Stoff-Geschichte. Beziehungsweise eine Frage ist ja nicht, sondern eher ein Vorschlag, in welche Richtung man das jetzt machen könnte. Ich versuche das jetzt mal zu deuten. Also ist Streakbuster oder auch Red Snapper Stoff, das wäre jetzt die Alternative, wobei mir der Red Snapper Stoff sehr lieb wäre, das wäre ganz cool, weil dann kann man mit der Schürze theoretisch auch mit dem Rand das so ein bisschen nehmen und dann mal so über den Lack mit drüber, wenn noch Politurreste drauf sind, das wäre glaube ich ganz geil. Kostentechnisch kann ich da noch gar nichts zu sagen, da muss ich mich selber mal überraschen lassen, wie das kalkulatorisch hinterher dann aussieht. So, wir machen mal den nächsten. Hallo, liebes LE-Team. Ich habe mal eine Frage. Was haltet ihr oder du, dann meinst du mal wahrscheinlich mich, denn im Moment von dem stattfindenden YouTube-Krieg zwischen den Autopflege-Jungs? Wie steht ihr zu sowas? Liebe Grüße. Da schreibt direkt der Nächste drunter. Ich mag die Area-Videos eben genau deswegen, weil es hier um die Sache geht und gern auch technisch und mit Hintergrundinfos und nicht um 10.000. Beating-Test oder persönlichen Beef oder sonstiges. Und als professionelles Unternehmen wird man sicherlich aus diesem Kindergarten raushalten. Da gebe ich dir recht. Das heißt, wir als Hersteller halten uns aus dieser Geschichte, wie auch immer du es nennen magst, raus. Der Nächste schreibt drunter, ja, da hast du recht. Meine ist ja auch so, da ja Themen angeschnitten werden von Leuten, die nicht der Wahrheit entsprechen und uns als Endverbraucher in die Irre führen können. Man kann ja nicht verlangen, alles zu wissen, auch wenn es nur ein Hobby ist. Wahrscheinlich eben, weil es ein Hobby ist, kannst du nicht alles da wissen. Und selbst Leute, die ihren Beruf ausüben, wissen da auch nicht immer alles. Ich würde trotzdem gerne was dazu sagen. Also ich werde das nicht weiter kommentieren. Ich weiß selber, weil ich das ein oder andere mitkriege. Also ich gucke nicht jede Videos. Ich habe da auch gar keine Zeit für, mir das anzugucken. Und ich für mich werte das auch nicht.
Also auch wenn die Betroffenen das hier sehen sollten, fühlt euch nicht persönlich angegriffen, weil für mich seid ihr beide, wie ihr da seid, einfach komplett neutral. Also ich werde nicht hergehen und euch als Menschen, als YouTuber oder wie auch immer bewerten, sondern für mich geht es einfach nur darum, generell zu diesem, wie verhalte ich mich auf YouTube, kurz was zu sagen. Das Hauptproblem, was jemand hat, der in YouTube Zeit investiert, ist, er versucht, egal wer es ist, irgendeinen Return on Invest zu generieren. Das heißt, wenn ich als Nutzer vermittelt kriege, das ist hier alles umsonst, wir tun das nur für euch, das ist pure Nächstenliebe, sage ich per se erstmal immer, das kann doch so nicht funktionieren, weil du investierst deine Zeit da rein und es ist auch vollkommen legitim, dass man da einen Return rauskriegt. Weil von Luft und Liebe kann keiner leben und normalerweise macht auch keiner irgendwas, weil er nicht irgendeinen Hintergrund da hat. Es kann natürlich sein, dass jetzt jemand so nächstenliebemäßig drauf ist, wobei ich mir das nicht vorstellen kann, da du zu deinen Nutzern, also ich nehme uns als Channel mal außen vor, weil wir zu unseren Nutzern mittlerweile eine sehr enge Beziehung haben. Das heißt, viele von den Fragestellern kenne ich mittlerweile. Ich kenne einige sogar persönlich, die mich auf Messen oder Events besucht haben. Der Roman Sommer zum Beispiel, der mir geilerweise dieses Quanda-Shirt mal geschickt hatte und designt hatte. Super coole Geschichte. Das heißt, wir haben zu unseren Nutzern mittlerweile eine sehr, sehr enge Bindung. Das ist eine ganz kleine Community. Ist nicht so ein riesen overhypedes Ding. Aber da spreche ich für uns. Weil wir haben als Hintergrund nicht, ich möchte möglichst viele Klickzahlen haben oder wahnsinnig tausende, Millionen Abonnenten, sondern wir wollen einfach nur Kundensupport leisten. Das ist das Einzige. Wir leben hinten raus natürlich von dem Produktverkauf, das ist klar. Aber mir ist es egal, ob wir 20 Flaschen am Tag oder 200 Flaschen am Tag davon verkaufen. Ich würde euch genauso die Infos geben, wie ich es jetzt eben tue, egal ob wir demnächst 500 Millionen Umsatz hier machen oder nur eine. Das spielt dabei gar keine Rolle. Aber generell ist diese YouTube-Geschichte dazu verkommen, sich so ein bisschen gegenseitig zu dissen. Das liegt aber oftmals daran, weil jeder meint, durch Wikipedia oder irgendwelches halbfundiertes Fachwissen, was er irgendwo her hat, alles zu wissen. Und das ist oftmals eine ganz, ganz negative Geschichte, finde ich, auf ethischer Ebene, weil es einfach Quatsch ist. Also warum macht man das? Man soll sich da nicht gegenseitig kaputt dissen oder irgendwie die Leute in die Pfanne hauen oder was auch immer, sondern ich für mich fände es einfach schön, wenn man das auf einer sachlichen Ebene behält, zu seinem Wort steht und das auch nach 3 Wochen Dinge einfach durchzieht, eine klare Linie da drin hat und vielleicht auch zugibt, wenn man etwas nicht kann, weil es ist gar kein Problem, wenn ihr, das geht an alle YouTuber da draußen, wenn ihr irgendein Produkt testet, wenn ihr irgendwas macht, ihr stellt irgendwas vor, es ist keine Schande, etwas nicht zu wissen. Du musst nur wissen, wenn du fragen musst. Und genauso sage ich ja auch bei einigen Sachen, das ist durchaus schon mal vorgekommen, gerade die Leute, die den Channel verfolgen, wissen, es gibt immer mal wieder Fragen, wo ich auch selber nichts zu sagen kann, wo ich jemanden frage. Das ist ja auch keine Schande. Niemand kann alles in seiner Rübe drin haben. Nur bitte, dann tut mir einfach den Gefallen, bietet für euch selber auch, bietet nicht den anderen Angriffsfläche und stellt euch dahin, indem ihr was erzählt, wovon ihr selber vielleicht nur so ein bisschen Plan habt, nur um echte Klickzahlen, Abos oder sonstiges zu generieren. Weil letzten Endes merkt der Nutzer das hoffentlich. Und abschließend sei noch dazu gesagt, ich werfe es keinem persönlich vor, dass er seinen Channel verkommerzialisiert und vielleicht auch auf eine aggressive Art und Weise, weil letzten Endes muss jeder Nutzer, der darauf reagiert, der das positiv bewertet, der vielleicht auch die Produkte, die da angepriesen werden, kauft, so viel Gehirn aktiver Masse haben, dass er sich sagt, ich verstehe, dass das hier ein bisschen QVC-mäßig funktioniert. Mir ist dessen bewusst, dass derjenige Provision da verdient, wenn ich auf diesen Amazon Affiliate-Link klicke. Für die paar Prozent der Leute, die das geistig nicht auf die Kette kriegen, würde ich sagen, für die tut es mir leid. Aber die anderen mit gesundem Menschenverstand, deswegen sind wir alle 3x7 Jahre alt normalerweise, die YouTube gucken und die meisten fahren dann in der Regel kein Auto, die da drunter liegen, dass ich das selber ganz kritisch entscheiden kann, was ich da kaufe, wem ich da Glauben schenke und was nicht. So, das ist mein Statement dazu. Wie gesagt, ansonsten könnt ihr mir auch gerne dazu schreiben, Fragen stellen, wie auch immer. Aber ich betone das nochmal, ich möchte keinen der Personen nicht mal bewerten. Also es geht auch nicht um Kritik, sondern ich bewerte das nicht. Ich stelle es einfach nur so in den Raum, wie ich das finde. So, dann Sebastian, in irgendeinem eurer Videos war mal die Rede von einem Testset mit mehreren Produkten in 100ml Flaschen. Gibt es dazu was Neues? Vielen Dank und liebe Grüße. Dazu gibt es was Neues. Wir hatten eigentlich initial mal vor, mit einer semiautomatischen Füllanlage, das setzt voraus, dass da 2 bis 3 Leute stehen, die Pullen da drunter halten, 100ml Flaschen füllen. Sorry. Jetzt ist es allerdings so, dass die ganze Geschichte so dermaßen gewachsen ist, auch von der Stückzahl her, dass wir gerade dabei sind, eine separate Produktionsstraße dafür zu bauen. Das heißt, in den nächsten paar Monaten wird da was passieren bei den 100ml Flaschen. Ich würde mal anpeilen, circa 2,5 bis 3 Monate wird das noch dauern, bis wir da
richtig automatisiert in die Massenproduktion gehen können. Wir haben auch schon kleine Boxen fertig, wo immer 12 Stück reinpassen. So viel Input kann ich euch da schon wirklich geben, wo wir halt versuchen, so gewisse Basics zusammenzustellen. Dass auch die Leute, die vielleicht noch keine Berührungspunkte mit Liquid Elements als solches hatten, über ein Testkit sich das einfach bestellen können. Also egal ob Autohäuser, Aufbereiter, private Nutzer, die einfach mal einen Querschnitt der Produkte ausprobieren wollen. Und da kommen wir nämlich eben wieder auch auf die Geschichte, funktionieren Produkte auf meinen Oberflächen an meinem Fahrzeug? Sei es jetzt das Quarz Clinano, sei es das Gloss Boost, was oftmals... Es gibt Leute, die sind höllenmäßig begeistert davon. Es gibt die, die finden es okay, und es gibt die, die sagen halt, das ist jetzt nicht so gut gewesen. Hängt meistens mit der Oberfläche zusammen. Und deswegen bietet dieses Test-Set einfach die großartige Möglichkeit, ein paar Produkte für einen wirklich günstigen Kurs, also wir peilen hinterher an, dass das Ding immer so bei 25 bis 35 Euro liegen wird, da im Prinzip dann 12 Produkte an der Zahl durchtesten kann und sich einfach einen Überblick verschafft, was für jeden Mann da eben funktioniert oder nicht. So, dann, ich hatte das Echo Shield auf dem A6 und jetzt habe ich Wasserflecken drauf. Wasser mit Wasser waschen reicht nicht aus. Was mache ich falsch? Das liegt an folgendem. Wahrscheinlich wird dein A6 eine schwarze Farbe haben oder dunkelblau. Diese Farben sind prädestiniert für das sogenannte Water Spotting. Das ist einfach was alle Keramikbeschichtungen in sich vereinen. Ein Wachs zum Beispiel hat das nicht. Das ist jetzt so eine Thematik, wo immer schwierig mit umzugehen ist, weil man einschätzen muss, wie tief ist es jetzt in der Beschichtung schon drin? Im extremsten Falle würde ich sagen, kannst du es Easy Clean nehmen, das wirklich sehr gut reinigt. Es gibt aber auch, Sekunde, Sascha, hatten wir nicht irgendwie so einen Water Spot Remover? Irgendwas für Keramikbeschichtung? War da irgendwas von war das Capro oder Gion? Gion Water Spot. Kann ich euch interimsweise so lange empfehlen, und auch an dieser Stelle sei wieder gesagt, es ist kein Liquid Elements Produkt, wir stellen es nicht her, Gion kommt aus Korea, aber das ist einfach ein Produkt, was eine ehrliche Performance bietet. Das heißt, das könnt ihr gerne anwenden, findet ihr bei uns im Shop auch, und das wäre mein aktueller Rat dazu. Alternativ das Easy Clean, wobei das schon relativ aggressiv eigentlich darauf wirkt, versucht es erstmal mit dem Gion Produkt. So, dann kommt der nächste. Ich habe mir zum Geburtstag erfolgreich das LA Wrap Kit zum Abrunden meiner Autowäsche gewünscht. Nun habe ich das Problem, dass dass auf der ersten Autohälfte beginnt, die Folie Schlieren zu hinterlassen. Da müsstest du bitte mal an den Support ein Foto schicken, weil das kann ich mir null vorstellen, dass es auf der ersten Autohälfte beginnt, Schlieren zu hinterlassen. Also beschreib das einfach mal. Schick ein Bild mit, wie das aussieht, und beschreib mal, wie du vorgegangen bist. Das wäre enorm hilfreich. Das ist auch keine Frage für einen Quander, denke ich, weil das zu detailliert ist von der Anwendung her. Das schreib bitte mal direkt an den Support. Wie kann ich dem entgegenwirken, beziehungsweise welches der Wrapbox-Tücher würdest du für das Detailing empfehlen? Ich habe jetzt fast das Silverback, hat das beste Ergebnis gebracht. Jo, bin ich absolut bei dir. Also Silverback, alternativ das Peppermint, was mit dabei ist. Das sind die beiden Tücher, die da ein vernünftiges Ergebnis bieten. Aber wie gesagt, wenn du da nicht ordentlich mit zurande kommst, dann schreib einfach gerne dem Support. Die Jungs hier vorne helfen dir gerne. Das wäre mein Rat dazu. So, war's das schon? Mach das gerade angefangen, der Eis zu essen. Ja? Oh. Der Muffin! Der Hund will mal Eis essen. Ja, dann müssen wir das Video jetzt leider beenden, weil sonst der Hund nämlich mal ein Essen essen wird. Das wollen wir natürlich nicht, weil wir haben ja bei Feinkost zum Goldenen M heute mal so ein bisschen eingekurvt, und deswegen werden wir uns jetzt hier gleich mal was reinziehen. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende. Danke fürs Zusehen, und es freut mich natürlich auch riesig, dass die Videos gut ankommen, dass ihr immer wieder fleißig Kritik und Feedback gebt, in der einen wie in der anderen Richtung. Vergesst nicht den Daumen nach oben, wenn euch das Ding gefallen hat. Und was ich dazu sagen muss, was mich wirklich sehr, sehr freut, ich habe es ja jetzt 2 oder 3 Mal erwähnt, dass diese Negativ-Daumen-Runter-Geschichte, die hört fast komplett auf. Also es gibt immer noch einen, ich will dich auch persönlich nicht damit angreifen. Es ist voll okay, dass ein Video 1, 2 Daumen nach unten kriegt. Ich stelle mir halt immer nur die Frage, als auch jemand, der mal ein Video guckt, muss ich das kritisieren? Und wenn ich es tue, dann noch bitte konstruktiv. Also schreibt mir ruhig darunter, was ihr Mist findet, was irgendwie blöd gelaufen ist für euch. Und dann gehen wir da gerne drauf ein, weil auch wir sind nur Menschen, machen Fehler, würden uns aber gerne in eurem Sinne verbessern. So, das war's. Bis zum nächsten Mal.